Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die Viertelfinal-Hinspiele der Champions League stehen an, alle in der Zusammenfassung. Wundert euch nicht, wenn meine Stimme ein bisschen komisch klingt. Ich bin etwas heiser. Ich war am Samstag noch mit dem FC St. Pauli bei Hansa Rostock. Das ist nicht so toll ausgegangen aus meiner Sicht. Aber nun gut, es geht los mit dem ersten Spiel. Benfica gegen Liverpool. Viel Spaß und Dankeschön fürs Reinschalten. Die Frage ist, freut man sich bei Benfica Lissabon darüber, gegen den FC Liverpool zu spielen? Denn die Aussichten aufs Weiterkommen ist gegen einen so großen Gegner doch ziemlich gering. Aber Benfica versuchte es und spielte mutig in den roten Trikots im ersten Durchgang von links nach rechts und hatte auch die erste Offensivaktion, und zwar in Person von Ramos. Alisson Becker hat den aber zu etwas zentral getretenen Schuss fährt die Hand aus und kann parieren. Von Liverpool relativ wenig zu sehen. Jürgen Klopp konnte nicht wirklich zufrieden sein. Dann aber mal Thiago, der sich nach vorne gestohlen hat. 35. Spielminute. Aber man sah schon an, dass damit der Coach der Reds nicht wirklich zufrieden war. Auch dieser Schuss kommt deutlich zu mittig. Folgerichtig 0:0 zur Pause. Benfica Lissabon, wie gesagt, sogar die etwas bessere Mannschaft. Liverpool kurz vor der Pause, aber etwas stärker. Stunde jetzt rum. Der FC Liverpool machte es nun besser. Mo Salah im Strafraum. Thiago mit der Hacke zu Mané weitergeleitet. Und prompt steht es 0:1. 62. Spielminute. Da kann sich Mané von seinem Gegenspieler lösen. Das ist tödlich in diesem Fall und führt zum Gegentreffer. Benfica aber zum Anrennen gemacht. Sie machten weiter mit Everton. Und wieder Alisson Becker. Diesmal musste er sich deutlich mehr anstrengen. 69. Minute. Schöne Brustannahme, dann toller Schuss aus der Drehung. Der hätte auch gepasst mit den Fingerspitzen. Kommt aber der brasilianische Keeper noch an den Ball. Es blieb offen bis zum Ende. Thiago aber veredelte den höchst effizienten Auftritt der Gäste. 2:0 war gleichzeitig auch der Endstand in dieser Partie. Die Auswärtstorregel zählt ja in dem Sinne nicht mehr, aber so kurz vor Schluss einen zweiten Treffer zu erzielen, sehr wichtig für Liverpool. Die Aussichten aufs Weiterkommen sind ziemlich gut. Manchester City gegen Atletico Madrid. Ein äußerst prachtvoll besetztes Viertelfinale. Atletico Madrid vielleicht sogar leichte Außenseite, aber wie sie hier loslegten, das war richtig stark. 11. Minute. Joao Felix mit dem 1:0 wird da stark in der Mitte freigespielt von Griezmann, der nur noch querlegen muss. Ederson im Tor von City. Machtlos. Und die Gastgeber, sie brauchten lange, um sich davon zu erholen. Wir sind schon in der 35. Minute. Raheem Sterling per Kopf aus Spitzenwinkel kann aber Jan Oblak so nicht überlisten. Atletico gewohnt kompakt und defensiv stark mit Messerstichen, mit Nadelstichen besser gesagt. Nach vorne, Griezmann, hier geht er viel zu einfach durch, steht frei vor Ederson und markiert das 0:2. Und das war dann tatsächlich ein Messerstich mitten ins Herz von Man City. Sie investierten viel, aber es kam nicht viel zustande. Manch einer möchte es brotlose Kunst nennen, so steht es hier zur Pause 0:2. Manchester City musste jetzt kommen. Denn wenn man bei Atletico antritt mit einem 0:2 im Rücken, dann ist das nicht wirklich aussichtsreich. Hingegen aussichtsreich diese Chance von Grealish in der 49. Minute, hätte kurz nach Wiederanpfiff der Anschlusstreffer sein können, sein müssen. Oblak mit dem Schienbein verhindert es aber. Manchester City aber jetzt auch etwas besser. Es kam mehr Chancen zustande, aber Oblak verteidigte sein Tor gewohnt souverän, genauso wie man es von ihm gewohnt ist. Kommt hier clever raus
Und İlkay Gündoğan kommt nicht mehr vernünftig zum Abschluss. Und um ein Haar hätte es für Man City noch schlimmer kommen können. Kurz vor dem Ende, Kondogbia sieht Lemar, der zu Griezmann, Ederson mit einer fantastischen Tat lenkt den Ball noch gerade so an die Latte und verhindert das 0:3. Und das wäre dann schon sowas wie die Vorentscheidung gewesen. So steht es nur 0:2 nach 90 Minuten. Man City kann es sicherlich noch aufholen, aber bei Madrid dann so zu bestehen, das dürfte sehr schwer werden. Am Mittwochabend empfängt der FC Villarreal den deutschen Vertreter FC Bayern München, den letzten deutschen Vertreter. Spanien ist ja noch mehrfach bei der Champions League mit dabei. Und mal wieder der FCB erhält die Fahnen hoch für die deutsche Champions League-Fraktion. Aber es wurde zunächst nicht so einfach, wie sich das vielleicht der ein oder andere neutrale Beobachter vor allem gedacht hatte. Der FC Bayern war sicherlich schon hochkonzentriert und wusste, dass das hier vor allem auswärts nicht so leicht werden dürfte. Manuel Neuer war auch nicht zufrieden mit dem Beginn seiner Vorderleute. Der FC Bayern wurde dann aber stärker und Gnabry hat in der 23. Minute eine richtig gute Chance. Es war kein Abseits, der Treffer hätte gezählt. Genau im richtigen Moment läuft er los. Der Ball aber dann doch gut pariert. Die Gäste übernahmen jetzt das Heft des Handelns in die eigene Hand. Goretzka zu Kuman und da war es das 0:1 in der 27. Spielminute. Das ging zu einfach. Leicht durch die Mitte gespielt. Kuman versenkt den Ball platziert oben im Eck und markierte damit auch den Halbzeitstand. Es war keine wirklich aufregende, keine turbulente Partie. Ja, Villarreal kämpfte und ackerte zwar, aber es war nicht richtig hitzig. Es war nicht Fisch, nicht Fleisch. Auf der anderen Seite machten sie dann in der Defensive solche Fehler. Hier nutzt es Müller aus. Der markiert hier gerne das 0:2. Also schon mal der Grundstein gelegt für das Weiterkommen und Bayern wollte vor dem Ende sogar nochmal einen drauflegen. Toller Pass von Müller auf Kummer. Genau, richtig getimt, doch der scheitert dann Rui in der 90. Minute. Es blieb beim 0:2, trotzdem dürfte der FC Bayern München mit diesem Polster nichts mehr anbrennen lassen. Viertelfinale Nummer 4, der FC Chelsea gegen Real Madrid. Chelsea muss sich erstmal schütteln nach der 1:4 Liga-Pleite am Wochenende. Nun wieder Gutmachung angesagt gegen Real Madrid und das würde wohl vor allem ein Sieg auch tun. Und sie hatten auch die gute Anfangsphase auf der eigenen Seite. Havertz mit dem Doppelversuch. Erst scheitert er noch an einem Fuß von Alaba. Der Nachschuss landet dann am Pfosten. Courtois nicht mehr dran. Da fehlte wirklich nicht viel. Der FC Chelsea aber hier mit einem Leichtsinnsfehler. Real schaltet um. Benzema, der am Wochenende doppelt per Elfmeter getroffen hatte, nimmt Asensio mit. Aber wirklich gut ist dieser Abschluss nicht. Rüdiger ist dann schnell genug wieder dran. Apropos schnell, der wohl schnellste Spieler der Premier League. Ja, das kann man kaum glauben, aber es ist wohl so. Es stand 0:0 zur Pause für den FC Chelsea. Etwas ärgerlich, die größte Chance hatten sie doch eben selber. Real Madrid wurde jetzt aber etwas besser zu Beginn der zweiten Hälfte. Benzema quasi an allen Offensivaktionen beteiligt. Casemiro zu Vinicius Junior. Und der vollstreckt zum 0:1 in der 51. Spielminute. Flach, scharf aus der Distanz für Mendy nichts mehr zu machen. Chelsea musste jetzt kommen. Kovacic. Kovacic legt sich da den Ball um die Verteidiger eigentlich gut rum. Ärgert sich dann selber. Das war eine große Chance.
legt den aber knapp vorbei. Real Madrid machte es nun aber auch clever, holte sich auch immer wieder Freistöße aus gefährlicher Position. Kroos, der hier Mendy nochmal testet nach einer Stunde. Ansonsten war weder vorne noch hinten viel geboten. Das war so die letzte nennenswerte Möglichkeit. So blieb es tatsächlich beim 0:1. Es ist noch lange nichts verloren für den FC Chelsea, aber im Santiago Bernabeu einem 1:0 hinterher zu laufen, ist nicht so angenehm. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.